Hier sind die Heise Online News mit Isabel Grünewald. Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor Spam-Mail-Welle. Derzeit sollen massenhaft betrügerische E-Mails mit gefälschten Rechnungen als Dateianhang im Umlauf sein. Davor warnt das LKA Niedersachsen. Die Nachrichten haben Betreffzeilen wie Lastschrift konnte nicht vorgenommen werden oder Ihr angegebenes Girokonto ist nicht ausreichend gedeckt. Damit wollen die Betrüger die Empfänger dazu bringen, den Dateianhang zu öffnen. In diesen Fällen ist das in der Regel ein ZIP-Archiv, in dem Malware für Windows lauert. Von der oft korrekten Anrede in einer derartigen Nachricht sollte man sich jedoch nicht täuschen lassen. Erste Dieselfahrverbote in Stuttgart für Anfang 2019 erwartet. Zehntausende Bürger in Stuttgart müssen sich auf großflächige Fahrverbote für ältere Dieselautos ab 2019 einstellen. Grün-Schwarz will dann Verbote für Dieselautos der Abgasnorm Euro 4 und darunter verhängen. Das konkrete Datum ist noch unklar. Ob später auch Dieselautos mit Euro 5 betroffen sind, hängt von der Wirkung des geplanten Gesamtpakets zur Luftreinhaltung ab, das Grün-Schwarz bis zur Sommerpause eintüten will. BSI hilft beim Absichern von Industrieanlagen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat Regeln für das Network Intrusion Detection System SNORD veröffentlicht. Sie sollen dabei helfen, Angriffe auf Sicherheitssysteme für industrielle Anlagen zu erkennen. Die Regeln analysieren Netzwerkpakete und lösen unter anderem einen Alarm aus, wenn gültige Pakete von bzw. zu unautorisierten Maschinen oder in besonders hoher Anzahl oder Frequenz gesendet werden. Weitere verdächtige Aktivitäten werden mitgelockt, um mögliche Einbruchsspuren zu erkennen. Makers for Space auf der Maker Faire Rom. Dank Social Media und neuer Mitmachmöglichkeiten wie Ice Cubes rückt der Weltraum ein Stück näher. Diese Entwicklung trägt die Maker Faire Rom in diesem Herbst Rechnung. Unter dem Motto Makers for Space werden Maker-Projekte rund ums All in den Mittelpunkt gestellt. Ob autonomer Roboter oder biologische Experimente, im Weltraum sind interdisziplinäre Ansätze gefragt. Der Call for Makers läuft noch bis zum 7. Juli. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.